Hallo und herzlich willkommen auf meinem Gemüsebalkon. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr Auberginen richtig schneidet und erntet und vor allen Dingen, wie ihr den richtigen Zeitpunkt zur Ernte erkennt. Das Abschneiden ist eigentlich nämlich nicht so kompliziert. Ich bekomme immer mal wieder die Frage, wie erkenne ich denn eigentlich den Zeitpunkt? Ich habe ja in einem anderen Video mal gezeigt, wie man Aubergine richtig anbaut, wie man sie aus Samen anzieht. Und ja, irgendwann kommt es dann zur Reife. Man hat diese, wie man hier sieht, diese tollen großen Auberginen an der Pflanze. Wie weiß ich denn jetzt, dass die Pflanze von innen reif ist? Denn man hört ja immer wieder, und das ist auch richtig, dass man Auberginen eben nicht roh verzehren soll und auch nicht zu früh, wenn sie unreif sind, essen soll. Warum? Auberginen sind nämlich Nachtschattengewächse und sie enthalten Solanin. Und wenn man sie zu früh, also unreif, erntet oder auch eben ungekocht ist, dann kann das zu sehr starken Magenschmerzen führen. Daher ist es wichtig, den richtigen Zeitpunkt zu erkennen. Und das würde ich euch ganz gerne mal zeigen. Also, um den richtigen Zeitpunkt zu erkennen, gibt es verschiedene Indikatoren. Das eine ist natürlich erstmal der Erntezeitraum. Der beginnt bei Auberginen etwa ja, so Mitte Juli bis, je nach Sorte, auch manchmal bis in den September hinein. Ihr seht, hier sind sehr viele große Auberginen schon dran, aber auch einige Blüten. Mal eben schnell schauen, also viele Blüten, da wird noch einiges nachzuernten sein später. Ganz hervorragend, also freue ich mich drauf. Der Erntezeitpunkt, Zeitraum sollte erreicht sein. Dann ist es eben wichtig, dass die Auberginen so, ja, eine ganz gleichmäßige Farbe haben. Ein bisschen sortenabhängig ist das schon, die können auch mal Streifen haben und ähnliches. Aber so die klassische Aubergine kennt ihr ja aus dem Supermarkt, die ist einfach glatt, hat eine gleichmäßige, so auberginen-lilane Farbe. Ins Dunkle hinein. Das ist auf jeden Fall auch ein gutes Zeichen. Und dann gibt es immer noch die Möglichkeit, so einen kleinen Drucktest zu machen. Und wenn ihr hier so drauf drückt, dann könnt ihr vielleicht sehen, dass die Aubergine so ganz leicht nachgibt. Sie ist aber längst nicht so fest wie so eine Aubergine hier oben. Da kann ich gar nicht drauf drücken. Die ist also auf jeden Fall unreif. Diese hier macht so eine leichte Beule, entspannt sich dann aber auch immer wieder und ist danach wieder sehr schön glatt. Das sind eigentlich die Indikationen. Schön glatte Farbe, gleichmäßig, Drucktest. Und wenn man sie aufschneidet, ist das Fruchtfleisch schön weiß. Die Kerne sind schön weiß. Das weiß man natürlich aber auch erst, wenn man dann geerntet hat. Gut, der Abschnitt ist dann relativ einfach. Die Aubergine hängt hier oben an einem kleinen Trieb. Ihr könnt euch hier einfach eine scharfe Schere nehmen. Der Zweig ist immer relativ fest. Hier oben an dem Zweig einfach ansetzen und einmal durchschneiden. Dann ist die Aubergine hier erntereif. Ich habe hier noch eine zweite. Auch hier mache ich den Drucktest. Sieht gut aus. Einmal abschneiden. Und schon haben wir hier zwei ganz wunderbare Auberginen geerntet für die nächste leckere Mahlzeit. Weitere werden nachkommen. Und das war es dann auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch eben alle Fragen beantworten. Wie erkennt man den richtigen Zeitpunkt für die Auberginenernte? Wenn ihr dazu Fragen habt, dann gebt es einfach gerne in die Kommentare mit ein, dann werde ich euch antworten. Und wenn nicht, habe ich es gut gemacht, denke ich, dann lasst mir gerne ein Like da, abonniert den Kanal und kommt mal vorbei auf der Seite www.gemüse-balkon.de.